Wir als Hobbywinzer haben praktisch eingereicht eine ganzjährig blühende Wiese in den ehemaligen roten Weinbergen unseres Weinbergs. Wir haben schon erste Kontakte mit NABU aufgenommen, die uns da unterstützen, also fachlich auch beraten, weil wir wollen natürlich nicht irgendwas machen, wir wollen was Nachhaltiges machen, was den Weinberg natürlich aufwertet, aber auch für Tiere dort interessant macht. Es wird sehr interessant und spannend, wie uns auch Naturschützer schon berichtet haben, weil es ist Steillache und es ist ein sehr, sehr trockener Hang. Und dass praktisch diese Seitenbereiche also ganz schlecht gepflegt werden können und langsam verunkrauten mit nicht einheimischen Gewächsen. Und die haben wir jetzt praktisch in der letzten Zeit alles entfernt und gucken mal, dass wir dann praktisch innerhalb der nächsten anderthalb Jahre entsprechend dieses Projekt umsetzen, anlegen werden mit entsprechender Zusammenarbeit der Leute, der Akteure, die da auch beteiligt sind.